Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin mal wieder in World of Warships. Das spiele ich eigentlich ganz gern und eigentlich auch gar nicht mal so selten. Ist toll, ich habe einen Lag. Sensationell. Warum habe ich denn bitte schon einen Lag? Oder ist die rote Lampe daneben Lag irgendwie Perma? Egal. So, also von den drei World of Spielen ist das eigentlich das Spiel, das ich noch am häufigsten spiele. Mit World of Tanks habe ich es nicht mehr so. Das hat seinen Reiz schon ganz schön verbraucht bei mir. Da gibt es mittlerweile halt einfach Spiele, die ähnlich sind, in meinen Augen, aber von Atmosphäre, vom Spielkonzept einfach besser. World of Warplanes ist tot. Das ist halt einfach mal so. Und auch hier ist es wieder so, da gibt es einfach Alternativen, die ohnehin deutlich besser und atmosphärischer sind. Nur bei World of Warships ist irgendwie nur eine wirkliche Alternative zurzeit zu sehen. Das ist eben Steel Ocean. Das allerdings in vieler Hinsicht halt nicht so gut ist. Das Einzige, was es halt wirklich kann, das, was hier das nicht kann, das ist das mit den U-Booten. Ich glaube, mittlerweile kann man in dem Spiel hier auch die Sekundär- und die Flak selbst bedienen, wenn man das will. Wobei ich das eigentlich so gut wie nie mache. Also erstens muss man das ohnehin aktivieren über so ein... über eine Fähigkeit vom Captain. Ich stehe einfach auf die Enten. Das ist so ein kleiner, geschützter deutscher Kreuzer. Die Kanonen machen wirklich nicht viel Schaden, aber es hat ein sensationelles Sperrfeuer, das dieses Schiff einfach mal legen kann. Ich hagel den Feind im Prinzip permanent zu. Ich würde sagen, der kleine Zerstörer, der mich hier so ein bisschen nerven wollte, den hat es auch schon zerrissen. Uah, Schlachtschiff. Uah, knappe Sache. Gut, dass mein kleiner deutscher Kreuzer so wendig ist. So, wer ist denn da hinten? Na, außer Reichweite. Er ist natürlich auch das Problem an diesen kleinkalibrigen Kanonen, abgesehen davon, dass der Schadensoutput wirklich nicht groß ist. Na, die Reichweite ist natürlich auch sehr beschränkt. Ah, nicht gegen Insel fahren, nicht gegen Insel fahren. Weg hier. Immer schön versuchen, zumindest Haken zu schlagen. Okay, der will's wissen, der kommt zu mir. Nehmen wir uns schon mal ein. Wow, hey,
habe ich denn da getroffen? Feueralarm! Ja, ja, ich hab's mal schnell gelöscht. Oh! Problem gelöst! Ach, viel zu. Der Zerstörer ist immer echt schwer vom Vorhaltewinkel. Für mich zumindest. Aufbrennen ab, kleiner Scheiße. Niemand mag zerstören. Wir haben den zerstört. Irgendwo ein Schlachtschiff ist das, was da auf die Spur ist, ne? Eieieiei, ich werde vom Schlachtschiff getroffen. Ja, ich weiß, Schlachtschiff. Bum, bum, aua, aua. Aber es ändert ja nichts. Der Zerstörung ist weg. Sehr gut. So, jetzt Schlachtschiff. Wow, ey. Ach gut, dann nehmen wir Bolz mit seinen Torpedos. Idealerweise zünd ich ihn an, nerv ihn wie Sau und gebe damit meinem Team Zeit, sich auch in dem mal ein bisschen zu kümmern. Die mich auf Walde gegen den mal einschränken, der ist ja sau langsam. Was ist das? Ach, Deutsche. Na, ist das die Nassau? Ja. Ah. So nett, Jungs, so nett. Shit, hat er doch noch getroffen. Okay. Was ist von meinem Team noch da? St. Louis, der geht's nicht so gut. Okay. Die Kawashi, die sieht eigentlich auch eher nicht so gut aus. Tja, ist halt jetzt die Frage, was kann der Gegner noch? Gegen die Nassau habe ich jetzt nicht mehr so viel machen können. Aber zumindest habe ich unserem Team die Zerstörer ziemlich... Also geholfen, die Zerstörer und ihre Kreuzer doch zumindest zu dezimieren. Gerade wie unsere Dickschiffe hier in den kleinen Tiers sind, die Zerstörer sind immer saugfähig. Und ich hasse Torpedos und vor allem hasse ich die Torpedos bei den japanischen Zerstörern. Ich weiß gar nicht, wo die überhaupt... Ich glaube, diese Schiffe sind einfach vollgepackt mit Torpedowerfer und die pennen auf den Torpedos und in den Rohren oder weiß der Geier was, wo da noch Platz ist für eine Besatzung. Die spammen Torpedos, es ist nicht zu glauben. In Rekordzeit dann gleich die nächste gefühlte 20er Fächer, die dann auch über die ganze Map laufen. Sag mal, Junge, du musst dich zum Kampf stellen. Das ist der schießt dir doch einfach nur in den Arsch. Dir hilft doch keiner. Okay, den Kreuzern von ihnen geht es auch nicht so wirklich gut. Ich habe ja Feuer liegt. Und jetzt fährt er noch gegen die Insel, pass auf. Flaggen am Mast, wie auf dem Kindergeburtstag, aber schön noch gegen die Insel bumsen. Na, jetzt brennst ab, Jung, gleich. Mit so Leuten kann ich nicht schaffen. Pass auf, da hinten, ja genau, die St. Louis ist weg, weil er sich in den Popo hat schießen lassen.
feiges Gesindel. Ihr müsst euch auch mal zum Kampf stellen. Pass auf, der kriegt jetzt noch den Fächer. Ajo. Sensationell. Jetzt kriegt er jetzt dann noch von der Nassau und die Nassau ist eh noch fast voll. Also das ist verloren. Dann er bleibt schön gemütlich seine Insel liegen und lässt sich abkokeln. Ja, ja, der brennt gerade ab. Gleich, 3, 2, 1, boom. Das war's mit der... Ach, Leute. Ich geht's. Da hatten die schon einen Typ im Gegnerteam, der einen Teamkill gemacht hat. An der Stelle herzlich willkommen auf YouTube. Das passiert relativ schnell mal mit Torpedos. Zack. Naja. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Habe ich so das Gefühl. Allzu viele Spieler zieht er, also im Vergleich jetzt zu dem, von den drei Spielen, die sie da am Start haben, Free-to-Play-Spielen hier, Panzer, Flugzeug und Schiffchen, also in der Reihenfolge, wie sie rauskamen, gesprochen, ist bei den Flugzeugen eh kein Schwein mehr. Bei den Panzern ist es immer noch recht voll, wobei die auch, glaube ich, Einbrüche haben in den Zahlen. Klar, die Konkurrenz schläft nicht, wird immer stärker. Die zwei großen Konkurrenten, World Warfare und War Thunder. Und das haben sie World of Tanks mittlerweile auch massiv umgebaut. Das hat mit dem Spiel, das ich damals in der Closed Beta angefangen habe, auch echt nicht mehr viel zu tun. Die haben das in eine ganz andere Richtung entwickelt, gezielt, auch gewollt, vermutlich wegen dem E-Sport. Mir gefällt es halt gar nicht mehr. Ich kann mich auch mittlerweile auch nicht mehr zu Scharmützeln wirklich aufraffen oder begeistern. Auch da ist das mittlerweile so eine Art Autoscooter mit Schnellfeuerkanone. Wem es gefällt, aber mir ist das einfach, mal abgesehen von diesen Goldmond-Krempels und der Unsichtbarkeit und all diesen seltsamen Dingen, die dieses Spiel ausmacht. Egal. So, auf jeden Fall haben die auch da ein bisschen. Aber das Spiel hier bindet auch bei weitem nicht so viele Spieler, wie es eigentlich bräuchte. Also man hat jetzt nicht unbedingt die Probleme, ein Gefecht zu finden. Das geht im Allgemeinen. Man muss halt manchmal ein bisschen warten. Aber wenn man sich überlegt, was für ein Aufwand diese Schiffsmodelle sind, deshalb kann ich auch verstehen, dass die Entwickler von Gaijin, also von War Thunder, sagen, die Engine gibt zwar die großen Kriegsschiffe problemlos her, aber der Aufwand für ein großes Kriegsschiff in diesem Modellsystem, wo ja wirklich das Modell nachgebaut wird, man kann sich das bei den Panzern und Flugzeugen bei War Thunder ja ganz gut angucken, ist natürlich brachial, wenn man da so ein Schiff versucht, damit, also in diesem System nachzubauen. Abgesehen davon, dass es natürlich auch irgendwo Einschränkungen dann, also ein schnelles Gefecht gibt das ja dann auch nicht. Hier ist es halt dieses Arcade-Ding mit den Strukturpunkten runterhobeln. Das kann man mal schnell machen. Da dauert auch ein Gefecht nicht so lang. Wenn man sich aber das vorstellt mit dem Schadensmodell, gut, dann haben aber die Torpedo-Jungs auch ein Problem. Also wenn man sich das mal genauer anschaut, ein bisschen Ahnung hat von Marinekriegsgeschichte und schaut sich Fotografien an von Schiffen, die in die Häfen eingelaufen sind, nach Angriff durch zum Beispiel U-Boote oder Motorboote, Torpedoboote etc. Also durch Torpedotreffer beschädigte Schiffe. Die sehen aus wie ein Mantel, der 10 Jahre vom Motor angefressen wird, aber die Dinger schwimmen noch aufgrund der Bauweise. Das ist nicht wie hier so, hauen halt zwei Torpedos in die Fratzen, dann ist das Ding weg, weil da einfach die Strukturpunkte runtergezogen werden. Und auch dieses, ich treffe mal kurz die Spitze vom Schornstein und mache 6000 Damage, das kann man dann ja auch knicken. Dann wird halt der Schornstein ein bisschen ausgefranst, aber das Schiff schwimmt ja trotzdem weiter. Also mich würde das natürlich sehr freuen. Ich wäre höchst begeistert, wenn es hier die Bismarck und die Gneisenau und wie sie alle heißen, bei War Thunder eines Tages geben würde. Aber dann muss man natürlich auch sagen, die Entwickler mit ganz Unrechnung sagen, 15 Minuten könnt ihr da knicken für eine Schlacht. Da könnt ihr mal eine Stunde einrechnen, bis die Schiffe sich gegenseitig echt mal zertrümmert haben. Gut, es lief ja nicht immer so wie bei der Bismarck und der Hood. Nicht lustig. Nicht für die Engländer. Egal. So, ich amüsiere das schon wieder. Das hier ist halt natürlich ein Arcade-Spiel. Ja. Hübsche Modellchen, wir brettern ein bisschen herum.
behaken uns ein bisschen. Aber aus Mangel an Alternativen spiele ich es natürlich trotzdem, weil ich mag Schiffe. Ich spiele das. Ich finde die Modelle auch wirklich gut gelungen. Und so mal schnell ein paar Runden Schiffchenbootchen versenken, das geht. Ja, das kann man mal machen. Aber jetzt den ganzen Abend könnte ich der Spieler wirklich nicht spielen. Ich glaube, da würde ich früher oder später genauso einen Rappel kriegen wie bei World of Tanks. Wobei, bei World of Tanks habe ich ja teilweise echt übelst geraged. Wenn ich mit dem Jagdtiger unterwegs war und da kam irgend so ein komischer französischer Spähpanzer, den es nie gab, weil irgendwo haben sie eine Blaupause gefunden, dann haben sie mal so ein Fantasy-Modell gebastelt und das war irgendwie 1956 sollte das Ding laufen und das hat so ein 6-Schuss-Magazin und dann wird das noch mit Goldmunition geladen und der schießt problemlos beim Jagdtiger frontal durch die Platte. Da, und mal abgesehen davon, dass er die Hälfte der Zeit noch unsichtbar ist, ich sehe den überhaupt nicht. Das waren so Momente, da habe ich mir hier die Tischplatte zerbissen. Es hat schon so seinen Grund, warum ich das Spiel nicht mehr so oft spiele. Also eigentlich gar nicht mehr. Die Tage mal wieder wegen hier Scharmützel. Und da habe ich auch nur als Ersatzspieler fungiert. Ich habe gleich gesagt, Leute, bei aller Liebe, tragt mich ein, aber echt nur als Ersatzspieler. Und dann haben sie noch Sperrstunde eingeführt. Das fand ich ja besonders geil irgendwie. Da bin ich gerade ins Gefecht gekommen. Ein Gefecht habe ich mitgemacht und dann, zack, Sperrstunde. Kein Gefecht mehr möglich. Und dann stand da nächstes Gefecht in so und so vielen Stunden. Ich weiß gar nicht genau, warum die das eingeführt haben. Meine Theorie ist ja, dass es nicht mehr so viel, dass halt ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr so viele Teams da sind oder generell, die verteilen sich auf den ganzen Tag. Und die möchten das ein bisschen konzentrierter haben. Ich drehe mal ab. Eieieiei. Wo ist denn schon wieder das Team hin? Warum ist denn schon wieder einer tot? Was macht ihr denn schon wieder? Ich verkrümmel mich. Ich würde mich mal gern haben. Sag mal. Ich muss mal mehr Gurkewasser trinken, ja? Ich treffe ja gar nichts. Muss mein Zielwasser saufen. Werfen wir mal kurz den Zerstörer da hinten. Jetzt wollen wir einen Haken schlagen, bevor die sich anfangen bei mir anzuschießen vom Vorhaltewinkel. Leute, echt jetzt. Der Junge, du gehst heute nicht mit dem Bild nach Hause. Zumindest nicht das Bild vom schwimmenden Schiff. Nimmst du nicht mit. So ein Ehrentreffer. Ach ja, komm, echt jetzt. Deine Mutter ist ein gegnerischer Zerstörer. Boah, die schießen sich wieder ein. Auf, komm, der haut mir noch ein bisschen auf die Fratz. Kleiner Scheiße. Jeder hasst Zerstörer. Jung. So, und was habt ihr so gemacht heute? Super. Meine schöne Emden. Wobei das Schadensmodell finde ich so ein bisschen, boah, das Schiff wird halt geschwärzt. Und an ein paar Stellen machen sie so ein paar Clue-Dinger hin, aber da, das könnten sie mal ein bisschen überarbeiten, auch hier so das Schadensmodell in dem Spiel. Das war jetzt nicht so das berühmte Gefecht. Irgendwie, ich würde sagen, ich wechsle mal zur Kraftspee. So, probieren wir es mal mit der Spee.
Wobei ich noch wirklich noch nicht den Dreh raus habe, wie ich mit dem Schiff wirklich was reise. Das ist, ich liebe die Spee ja, als mal ja, Militärhistoriker und ich kenne mich ja wirklich gut aus in Marinekriegsgeschichte, muss ich halt sagen, oh guck mal an, also in dem höheren Tier geht's. Ja, und die Uhr sagt, ah, 7er, ja okay, ist okay. Gegen 8er wäre es halt echt gemein, aber gegen 7er ist okay mit dem Spee. Das Schiff hat einfach eine tolle Geschichte. Deshalb muss ich mir das auch erspielen. Das habe ich mir einfach angetan. Auch wenn ich zwischenzeitlich schon an meiner geistigen Gesundheit gezweifelt habe, warum ich mir das hier eigentlich gerade antue, um mir so ein digitales Schiffsboot zu erspielen. Weil ich da Lebenszeit vergeudet habe. aber ich brauchte das. Also die Spee, hallo, das ist eine Legende. Nur in dem Spiel... würde ich fast sagen, ist er vom Matchmaking so eine Sache auf 6. Also entweder sollten die das Spiel mal deckeln, also wie bei World of Warplanes, was sie zuletzt ja gemacht haben, also zuletzt vor einiger Zeit, dass man nur noch wirklich eine Stufe in dem Fechten hat. Also in dem Fall hier jetzt zum Beispiel 5er und 6er zusammen oder 6er und 7er, aber eben nicht mehr 5er und 7er halt zusammen. Dann wäre die Spee. Jetzt ist einfach, oder es wäre besser für die Spiel, weil wirklich das Problem ist halt, die Spee ist halt ein Schlachtkreuzer von ihrer Art. Und sie hat halt diese zwei Drillingstürme, die sind echt geil. Brauchen wir nicht diskutieren. Die hat auch eine ganz anständige Sekundärbewaffnung. Keine große, also an Zahl, aber an der Feuerkraft ist es auch ganz nett. Und halt noch die Torpedos, wobei die halt die deutschen Torpedos sind halt echt so. Ja, reden wir nicht weiter drüber, hier in dem Spiel. Ich neige halt unheimlich dazu, ran an den Feind zu gehen. Also gerade mit den deutschen Schlachtschiffen, gut, da bleibt einem auch oft nichts anderes übrig, weil die einfach eine erbärmliche Reichweite haben. Aber ich gehe halt echt gern ran an den Feind aus nächster Nähe und hau drauf. In dem Spiel fahren halt die meisten Leute möglichst große Kreise auf der Karte und versuchen auf größte Entfernung einen zu bombardieren. Und die unsichtbaren Zerstörer werfen halt Unmengen Fächer an Torpedos ab. Und wenn man noch Pech hat, kommt ein Gefecht mit dem Flugzeugträger, dann hat er noch Torpedobomber, die werfen noch zusätzliche Fächer ab. Also es ist manchmal gestört, wie viele Torpedos auf dieser Karte, also auf diesen Karten unterwegs sind. Bam! Gut, das war natürlich ein Glückstreffer. Gebe ich ehrlich zu, das hatte nichts mit Können zu tun. Das war wirklich so intuitiv, so, der könnte da sein, wenn er gleich unsichtbar wird. Der fährt natürlich hier rein, weil er hier die Torpedofächer rein spammen will. Guck mal, jetzt hat er Glück gehabt. Aber der ist gleich im Eimer. Aber das meint ihr, seht ihr, wie viele Torpedos hier schon wieder rumeiern? Zack, da geht er hin. Doch nicht. Also das sind so die Momente, da vermisse ich halt wirklich das Schnellfeuer von so Schiffen wie der Emden, wo man den Gegner einfach mal... Boah, ich zieh mich zurück. Eieieiei. Boah, das war knapp. Apropos Torpedo voraus. Hallo? Boah, ich krieg gleich die Packung. Ich wechsle, glaube ich, gleich mal auf AP, oder? Wenn ich hier mit einem Schlachtschiffbombe boxen muss. Ach, der fährt hier ab. Deshalb treffe ich den nicht gescheit. Boah. Muss hier weg. Ja, und dann boxen die mich so.
Weil jetzt habe ich AP geladen. Die haben alle wieder diese riesen Reichweite. Das ist halt echt so, wie gesagt, so ein bisschen, ich habe so ein bisschen ein Problem, was ich mit der Spee eigentlich machen soll, weil die kann halt wirklich nur diese sechs Kanonen auf größeren Entfernung, bedingt größere Entfernung einsetzen. In dem Tier, wo die rumeiert, trifft die halt auf Fisch, auf, wobei die Japsen, Japaner, sorry, hier, die haben ja Schlachtschiffe schon relativ früh, die über 20 Kilometer reinhauen können. Da kann man als Deutscher ja nur in Tränen ausbrechen. Ich brauche kein Schiff, kein Flugzeug zu starten. Hier gibt es keine Träger. Wirklich Aufklärung brauche ich jetzt auch nicht. Ist eh nichts in Reichweite. Aber ich könnte mal hier drüber verwenden. Das ist zwar nicht viel, aber jedes bisschen. Ich glaube, ich schließe mich mal der rechten Seite an. Die treiben da hinten die ja ganz gut zurück, wenn das, wobei, nee, wir haben gerade einen Zerstörer verloren. Es ist halt das Schiff, die Deutschen, ja, die Deutschen in dem Fall, haben dieses Schiff ja in erster Linie konzipiert in seiner Bauweise, um den englischen, die englischen Konvois weit draußen im Atlantik zu stören. Das hat sie dann auch recht erfolgreich am Anfang vom Krieg gemacht. Das Schiff war ja nie konzipiert, um sich wirkliche Seeschlachten zu liefern. Das Schiff soll in der Lage sein, in sehr große Entfernung, mit hoher Geschwindigkeit sehr viel Feuerkraft ins Gefecht zu bringen gegen Konvoi-Eskorte. Das Schiff sollte in der Lage sein, diese englischen Gleitzüge, also vor allem englische Gleitzüge, dagegen ist es in erster Linie gedacht, abzufangen, bei draußen schon auf dem Atlantik, wo die Homefleet nicht schnell hinkommen kann oder schwerere Kreuzergruppen. Und die Bedeckung von Konvois, am Anfang waren eh viele Einzelfahrer, bevor die Engländer wie im ersten Weltkrieg auf Konvois relativ schnell gegangen sind, waren ja in erster Linie Eskortzerstörer, ältere Zerstörer, leichte Kreuzer, Hilfskreuzer. Und gegen solche Schiffe hatte die Spee, das komplette Muster dieser Baureihe, hatte die Überlegung, schneller sein als stärkere Schiffe, stärker sein als schnellere Schiffe. Die sollte also schnelle Schiffe, wie leichte Kreuzer und sowas, auf größeren Entfernungen mit seinen starken Schützen ausnocken können. Stärkere Schiffseinheiten, schwere Kreuzer, Schlachtschiffe, denen sollte sie davonlaufen können. Hit and run, ja, Guerillataktik auf dem Meer, dafür ist dieses Schiff gebaut worden. Dafür hat es dieses Flugzeug, um Konvois aufzuklären, deshalb hat es Torpedos, deshalb hat es diese zwei großen dicken Drillingstürme und zusätzlich noch diese schöne Sekundärbewaffnung. Das kann eben diese Konvois niederkämpfen. Das hat kein deutscher Admiral ist auf die irre Idee gekommen zu sagen, jawohl, und das Schiff lassen wir jetzt in der Gefechtslinie gegen ein britisches Schlachtschiff antreten. Dafür ist das Schiff nicht konzipiert und da geht das auch sofort in den Bach runter. Das Problem ist bloß, dass das Spiel hier sehr, aus meiner Sicht leider keine PvE-Coop-Missionen hat, was ich sehr geil finden würde. Zum Beispiel eben Angriff auf britischen Gleitzug. Nur mit einer kleinen deutschen, zum Beispiel eben kleinen deutschen Kampfgruppe, eben diese Bauweise oder von mir aus auch sogar hier die Schwesterschiffe Gneisenau und Scharnhorst, eben Angriff auf einen Gleitzug, eine Gleitzugschlacht. Das wäre natürlich, oder auch Konvoi beschützen. Also so PvE-Coop-Missionen, die könnte ich mir in dem Spiel hier richtig, richtig gut vorstellen. Die würden mir auch viel mehr Spaß machen als das endlose, ewige PvP. Mit den ganzen Premium-Schiff und... Hallo? Was zum... Achso, ich lege mich hier gerade wieder gleich mit drei Schlachtschiffen an. Herzlichen Glückwunsch.
Torpedowerfer im Eimer? Ich bin gleich im Eimer. Der Schadensoutput kommt nicht rum. Die Nachladezeit ist dafür irre hoch. Quatsch, das war's. Also wie gesagt, ich bin mit der Spee hier in dem Spiel nicht wirklich glücklich und ich werde auch nicht wirklich warm mit ihr. Ich fahre sie trotzdem unheimlich gerne, weil ich das Schiff einfach geil finde. Naja. Ich denke aber, mir langt es aber heute Abend jetzt schon wieder für mit World of Warships. Das ist wie gesagt so ein Spiel, das kann ich mal ein paar Runden spielen. Dann langt es aber auch mal wieder. Und interessanterweise ist es fast immer so, sobald ich das Spiel ein bisschen gespielt habe, habe ich sofort Bock drauf, Hearts of Iron weiter zu spielen. Umgekehrt, ulkigerweise genauso, sobald ich Hearts of Iron spiele und habe da irgendwie so eine Seeschlacht, habe ich während ich diese Seeschlacht bei Hearts of Iron hier auf dieser strategischen Karte meine Schlachtflotten und so verschiebe, total Bock drauf auf World of Warships. Jetzt hier mit der Bismarck irgendwas, die habe ich leider noch nicht. Aber hier mit einem deutschen Schiff irgendwas ramponieren, zusammenschießen. Ja. Also insgesamt mag ich Kreuzer lieber, die ein schönes Schnellfeuer in den Tag legen können. Das braucht auch gar nicht so viel Damage dann zu machen. Hauptsache ich kann die Gegner so richtig schön zuspammen mit Granaten, wie vorhin mit der Emden. Das macht mir einfach viel mehr Spaß. Tja, wie gesagt, also dann, ich bin hier mal wieder raus. Wir sehen uns in einem anderen Video zu einem anderen Spiel. Ich bin ja weiter hart dran am Infractor Games Archiv. Habe jetzt auch wieder ganz, ganz viele Spiele installiert. Die muss ich Tage mal angehen, aber vorher, ich habe es versprochen, halte ich mich auch dran. Spiele ich ganz viele TW-Mods und Spiele, damit die schön weiter, damit es da weitergeht. Da warten ja einige Leute drauf und ich habe es versprochen. Also dann, bis dann. Tschüss.